Du bist also doch keine lahme Ente. Vielleicht hast du die nötige Ausdauer. Oder du bekommst Seitenstechen. Also, man konnte ihn zumindest nicht schießen. Er war früher König Millets persönlicher Fitnesstrainer. Vielleicht konnte man deshalb, oder ist er deshalb immer ausgewichen. Das kann sein. Mal gucken, ob die anderen gecheased werden können. Das würde mich ja doch mal interessieren, ob vielleicht nur der ausweichen konnte. Nee, also ich glaube nicht, dass wir wirklich 100 machen müssen, aber ich denke, das Spiel möchte einen halt immer noch vermitteln, dass man es machen muss. Wäre ja blöd, jetzt schon zu sagen. Nein, nein, sind keine 100. Nein, das ist doch die 100. Ja. Mal gucken. Roffel, jetzt wirst du gepornt, du Noob! Uff. Uff. Der lag mir jetzt schon schwer im Magen. Ich bin Roxor, Clanleader von Tor 13.1.1.11.1. Haha, ich bin ja so lustig. Wenn ich mit dir fertig bin, lockst du aus, Roffel! Oh, guck mal, der. Schieß mit WLAN-Zeichen. Ja, ich wollte nur meinen Charakter gerne einmal wechseln und dann eben was snacken. Okay, aber die weichen alle aus. Das haben wir, glaube ich, jetzt gesehen. Nein, einer hat was reinbekommen. Ja. Aber er ist dann so ein bisschen zurückgegangen, meine ich. Du hast doch gehext! Nein, das nicht. Ich vorgelesen. Was stand denn da? Du hast gehexort. Der Noob hat mich gepounsort. Oh, AFK. Rettet mich. Roxor, der 1337. von König Millets Recken, natürlich. Er ist sowohl on- als auch offline ein fürchterlicher Gegner. Das ist schon sehr cringig, das stimmt. Der war schon hart. Er hat wieder einen Stachel auf dem Kopf. Hallo Fremder, ich bin Schwertböcke, Wächter des 14. Tors, schlichte mich. Du kommst ja nicht, Leute. Warte, ich meine Reiter. Ich meine weiter. Ach egal, auf in den Krampf. Kampf! Frag mich nicht. Das Hammerduell einfach. Ich bin versiegt. Besiegt! Oh, das reicht, oder? Radau, ciao! Was steht zu dir? Schwellbacke. Traditioneller Austausch von Beleidigungen vor dem Kampf ist bei ihm erschwert. Wenn man erst Schwammelbacke liest, oh no. Also schwabbelig sah der jetzt nicht aus. Hi. Der nächste Gegner ist Schwachgriffel, furchtloser Wächter des 15. Tors. Ich bin Schüler der Watschenakademie, aber seit kurzem bin ich ausgebildeter Kloppologe mit Auszeichnung. Und du wirst gleich zu spüren bekommen, warum ich diese Auszeichnung verdient habe. Ich habe einen Arzttermin gemacht. Wo? Beim Kloppologen. Nein. Lass mich in Ruhe. Griff lässt nach. Ich habe Schande über die Watschenakademie gebracht. Aber gegen meine Brüder hast du keine Chance. Sie sind stark. Wisst ihr, was ich mittlerweile gerne mal hätte? Einen Speicherpunkt. Damit ich meinen Fortschritt jetzt auch mal speichern kann und nicht K.O. gehe und dann alles nochmal machen muss. Der Kloppologe. So. Du hast also meinen Bruder besiegt. Ich bin der zweitbeste Schüler der gesamten Watschenakademie. Bestimmt hast du von mir gehört. Ich bin Klammflosse. Ich bewache für meine Abschlussarbeit das 16. Tor. Ich werde bestehen. Kann ich dich cheesen? Er setzt schon zum Sprung an.
Nice. Mir wird klamm. So klamm. Es ist doch nicht vorbei. Mein Bruder wartet schon auf dich. Er musste nachsitzen, weil er die verbotene Kunst der Watsche studiert hat. Ah ja. Sein Klammerhändedruck macht Begrüßungen immer etwas unangenehm. Ja, stimmt, so eine schwitzige Hand oder so eine feuchte Hand zu geben, ist halt schon nicht so nice. Die Texte sind super. Ich bin Fiesfuchtel, ehemals bester Schüler der Watschenakademie. Ich wurde bestraft, nachdem ich verbotene Techniken studierte. Jetzt kenne ich die gemeinsten Genickschläge. Oh, springt doch nicht drauf. Bitte gehen Sie weg. Fiesfuchtel gibt auf. Du hast die drei besten Schüler der Watschenakademie besiegt. Bruder! Bist du verletzt? Schwachgriffel, Klammflosse, warum habt ihr eure Posten verlassen? Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Bruder, kehr zurück auf die Akademie. Sie werden dich wieder aufnehmen. Ja, lass uns auf die Akademie zurückkehren und weiter trainieren. Vielleicht werden sie mir mein Experimentieren mit dunklen Kräften vergeben. Was dich angeht, du darfst durch. Du hast uns geschlagen. Jetzt geh und besiege die restlichen Recken. Mögen die Geister dir wohlgesonnen sein. Vorwärts zum Ruhm! Okay, achso, du bleibst hier, damit ich dich noch scannen kann? Mal gucken. Er lernte heimlich die verbotene Kunst Watsche und Flug von der Akademie. Die Schule hatte bestimmt nur 3 Schüler. Das wird sein. Darf ich jetzt so langsamer speichern oder so? Vielleicht? Ich habe Gracie gefunden! Komm näher! Ich bin nur ein harmloses Blatt auf dem Gras vor dem 18. Tor! Haja! Nein! Ich bin Beißewicht! Ich spring dir auf den Kopf und beiß dir ins Ohr! Haja! Ja, see no difference, ne? Gracie, you okay? Bist du dir sicher, dass du okay bist? Dein Ohr ist wie Stahl. Geschlagen ziehe ich von hinnen. Du wolltest den kleinen Grünen haben. Ich kann nichts dafür, dass du anderen Leuten ins Ohr beißt und dann abdänzt. Er versteckt sich gerne im Gras und erschreckt Leute. Ja, sehr authentisch, eindeutig Gracie. Wenn jetzt noch einer kommt, bin ich dafür, der nächste ist Kai. Das hätte ich schon viel früher machen sollen. Starr und unbeweglich wacht Anderburg über das 19. Tor. Viele versuchten, mich zu besiegen. Alle suchten weinend das Weite. Gib alles, was du hast. Ich werde nicht fallen. An der Burg. Okay. Naja. Ich falle. Gut gemacht. Aber der Preis ist in einer anderen Burg. Nein! Den haben sie nicht gepult, oder? Sorry, your princess is in another castle. War doch Super Meat Boy, ne? Das ist Super Mario Bros. Ja? Aber in Super Meat Boy gibt es das auch. Das mag sein, aber der Ursprung kommt aus Super Mario. Okay, der Name ist aus Super Mario und Super Meat Boy. Aber ich kenne es eher aus Super Meat Boy tatsächlich. Geht beides. Ob jetzt Peach oder Bandage Girl, da sehe ich auch keinen Unterschied drin. Sind beide rosa. Also Kai kloppt auf jeden Fall schon mal lustige Witze. Bona, dankeschön fürs Subscriben und viel Spaß mit unseren Emotes. Er nimmt sich so wichtig, dass er mal einen Burggraben um sich gezogen hat. Kai? You okay? Oh. Ja, dann muss eigentlich die nächste Person jetzt Leo sein, oder?
Ich weiß nicht, was ich jetzt schlimmer fand. Die hyperaktive Gracie, die Leuten ins Ohr beißt, oder Kai, der einen eigenen Burggraben hat? Totally Leo mit dem Nudelholz. Quetsch! Für Oh. I'm so sorry. Für Rollwump. Für Rollwump gibt es nur eins im Leben: Rollen. Quetsch! I'm so sorry, Leo. Ich mach dich platt wie eine Flunder. Ich hab noch eine Quetschwalze. Nee. Huch, du hast auch schon wieder einen kleinen Freund mitgebracht. So. Uah! Warum lässt du dich nicht von Rollwurm zerquetschen? Rollen und zerquetschen ist auch nicht mehr dasselbe wie früher. Geh, ich mag nicht mehr rollen. Oh, musste ich bis 20 kommen? Die Leere wächst. Wir müssen uns beeilen. Warum beeilen? Haltet kurz inne und genießt die Vorstellung. Rocco, Dankeschön für 10 Monate Treue. Ja. Oh, ich hatte jetzt mit Dementio gerechnet. Es ist bereits zu spät, um Graf Knickwitz aufzuhalten. Graf Knickwitz? Knicke die Knack! Ach, guck mal, er kann es doch noch. Die Prophezeiung erfüllt sich, dank des dunklen Herzens. Die Lichter jeder einzelnen Welt werden eines nach dem anderen ausgelöscht. Warum wollt ihr etwas so Grausames tun? Du stellst Graf Knickwitz in Frage. Die Zerstörung dieser wertlosen Welt ist nicht von Bedeutung. Es ist besser für sie, ausgelöscht zu werden, als weiter zu existieren. Wie könnt ihr so etwas nur sagen? Das ist fürchterlich! Graf Knickwitz hört wohl nicht richtig. Ein Pixel versucht Graf Knickwitz über richtig und falsch zu belehren. Darüber gibt es nichts zu diskutieren. Ihr seid im Unrecht und verrückt dazu. Alle Lebewesen haben ein Herz. Sie alle sind wichtig. Ihr dürft das nicht. Du verteidigst ausgerechnet das Herz. Nichts ist wertloser. Alles ist bedeutungslos. Außer Timpani gab es nichts, was je eine Bedeutung für mich gehabt hätte. Timpani? Schweig! Diese Welt vergeht unter den Augen von Graf Knickwitz. Aber lasst euch nicht aufhalten. Sucht nur weiter nach dem reinen Herzen. Knicke die Knack. Oh nein. Die Welt wird schon bald zerquetscht. Muss es König Millet sagen. Darf ihn nicht wieder aus Versehen zerquetschen. Die Sache ist, wir haben ja schon öfter diese Zwischensequenzen gehabt, in denen es eben um diese Timpani auch ging. Wir haben allerdings nie wirklich die Bestätigung bekommen, dass Graf Knickwitz an diesen Gesprächen beteiligt ist. Wir haben es doch immer vermutet. Das war jetzt zumindest schon mal die Bestätigung, dass es wirklich in diesen Dialogen auch um ihn ging. Und ich meine, dass er jetzt wirklich einen Dialog mit Tippi hatte. Ja. Also es würde mich sehr, sehr, sehr überraschen, wenn Timpani und Tippi nicht die gleiche Person wären. Also das wäre für mich ein größerer Plot-Twist, als wenn es tatsächlich so wäre. Aber ich muss sagen, wenn es tatsächlich der Fall ist, auch wenn wir es dann gecallt haben, fände ich es eigentlich ganz schön. Also ich glaube, es wäre einfach eine schön aufgebaute Story irgendwie, weil du anfangs einfach gar nicht darüber nachdenkst, dann irgendwann dir vielleicht denkst, ja, eventuell, und jetzt, wo man eben die Bestätigung hat, dass er da beteiligt war, es baut sich halt so langsam auf. Deswegen, ja, also ich fände es nicht schlecht, wenn es so wäre, es wäre eine riesige Überraschung, wenn es halt nicht so wäre. So, muss ich jetzt noch weiterkämpfen? Ich bin halt schon so ein bisschen angeschlagen. Hallo? Der Wächter des 21. Tors köchelt in heißer, scharfer Wut. Ich bin Prügelschrimp. Du wirst meine salzige Schale niemals durchdringen.
Ich werde dein Gesicht mit meinen Ärmchen bearbeiten. Oh, es passt gerade nicht. Wenn du der Held bist, auf den wir gewartet haben, eile weiter zum Schatz. Ich, Prügelschrimm, werde meinen Zorn verschlucken und dich vorbeilassen. Oh, das ist aber nett. Das heißt, wir mussten wirklich 20 Gegner nur machen? Er liebt Butter, er schmiert sie einfach überall drauf. Das ist eigentlich Leo. Jetzt wissen wir Bescheid. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht noch alle Räume durchlaufen muss. Das würde mir etwas Sorgen machen. Man nennt mich Schreihals. Mein Schrei lässt seine Ohren explodieren. Aber vielleicht ist jetzt nicht die beste Zeit. Und dieses Mal darfst du vorbei. Beeil dich, König Millet wartet. Okay. Also wenn das jetzt noch ein paar Mal so kommt, werde ich dir jetzt auch mal nicht alles scannen. Ich glaube, das würde ewig dauern. Aber zumindest mit denen reden würde ich ja schon ganz gerne. Ich bin Unscheikai. Wow. Öffentliche Auftritte sind gar kein Problem für mich. Mein Selbstvertrauen wird dich erschlagen. Ein andermal. Wir haben hier gerade eine Art Notfall. Der König wartet schon auf dich. Der Unscheikai. Okay. Aber wie gesagt, die werden mich jetzt ja wohl nicht durch jeden Raum durchschicken. Ich bin Unorden. Ohne jeden Nutzen zu sein, macht mich sauer. Ich mag nutzlos sein, doch das hindert mich nicht, dich vergeblich anzugreifen. Aber fürs Erste lass ich dich vorbei. Aber ansonsten... Nee, ich muss einfach mal weiter geradeaus latschen. Okay. Das ist ein langes Kapitel. Der sieht witzig aus. Unrat, ich bin Sonnenflut, das helle Licht, das auf Schmutz wie dich strahlt. Mit deinem dreckigen Klamotten werde ich diese Arena aufwischen. Später. Wir sehen uns wieder, aber jetzt musst du zum König. Oh, hier ist gar keine Tür. Ich so, oh, durch die Tür. Oh, wait. Dann nehme ich aber das Levelende. Ist aber schon fies, dass man wirklich nirgendwo speichern kann, muss ich sagen. Das ist hier und dort dann schon ein bisschen besorgniserregend gewesen. Aber zumindest realistisch, dass sie mich einfach durchgelassen haben irgendwann. Also das war cool, auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen lang, aber sonst. Die Leere füllte den gesamten Himmel aus. Das Ende war nah. Unseren Helden blieb nicht viel Zeit, die reinen Herzen zu finden. Würde König Millet sich bereitwillig von seinem Schatz trennen? Eine Spur besiegter Recken hinter sich betraten die Helden den Palast. Kapitel 6.2 Das Ende der Welt. Das klingt eher wie das letzte Kapitel des Spiels, aber gut. Herrlich, die Helden sind hier. Ich habe von eurer unerfreulichen Begegnung mit Graf Knickwitz gehört. Die Legende ist also wahr. Unsere Vorfahren haben es vorausgesagt. Oh. König Millet, wir haben nicht mehr viel Zeit. Das reine Herz, bitte. Du hast nicht alle meine 100 Recken besiegt, aber die Lage ist ernst. Warum nicht? Der Schatz befindet sich am 26. Tor. Holt euch das reine Herz, es soll euch gehören. Millet, weitere Duelle. Okay. Das hier? Wohl kaum, oder? Aber, ihr seid nicht einmal angekokelt. Ihr seid gar nicht verletzt. Elender Mist. Mimi? Oder ist es wirklich der König? Weil Mimi könnte ja jede Gestalt annehmen. Also es könnte schon sein. Oder der Typ ist einfach durchgeknallt. Habt ihr wirklich gedacht, ihr könntet euch das reine Herz einfach so krallen? Ihr seid so dumm. Mimi, 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 Mimi. Solange du diese Form beibehältst, ist alles gut, Mimi. Werd nur bitte nicht wieder hässlich. Überraschung, ich bin es, Mimi. Ihr seid so doof. Habt ihr echt gedacht, der König gibt euch das reine Herz? Wahrscheinlich macht er gerade ein gemütliches Schläfchen im Palast. Ich meine, es würde passen. Wir haben unser Rematch gegen O'Clock gehabt. Und die Menzio kam zumindest ein paar Mal vor. Mimi war eben die zweite. Deswegen war es eigentlich schon zu erwarten, dass die tatsächlich auch mal wiederkommt. Aber schick sieht sie aus. Und währenddessen geht seine Welt den Bach runter.
Mimi, wir haben keine Zeit für sowas. Komm uns nicht in die Quere. Wie dumm kann man sein? Ich bin gerade hier, um euch in die Quere zu kommen. Ich bin nicht so sanftmütig wie der Graf. Jetzt seid ihr fällig! Bitte, bitte tu das nicht. Don't do it. Was tut sie da? Ein Tafel. Achso, ich bin ja eh fast tot. Gut zu wissen. Habe ich noch irgendwas zum Heilen? Was will sie mit den Dingern? Muss ich die zurückschleudern? Das sind zumindest keine Spinnenbeine. Das hat mich schon mal ganz glücklich gemacht gerade. Bitte gehen Sie. Lass das. Komm mir nicht so nah. Na, das hat ja hervorragend funktioniert. Das ist so ein bisschen problematisch, dass ich so wenig KP habe. Okay. Als ob jetzt das Spaßrad kommt plötzlich. Dann gibt's eine Heilung. Nee. Ein Powerblock. Yeah. Vor allem, ich habe den Kampf doch damals gar nicht gemacht. Das ist so mein Problem. Oh, da darf ich auch nicht drauf springen. So, jetzt hat sich mein Lebenspilz aktiviert. Jetzt ist der Zeitpunkt, den anderen Pilz zu fressen. Ja, der Powerblock, der rettet. Total. So. Hatte die damals auch schon diese Phase? Ich habe das ja... Hab das ja nicht gesehen. Weil ich ja einfach die ganze Zeit weggeguckt habe. Hallo? Okay, ich bleib mal hier. Hallo? Ich habe halt nur leider... keine Heilung mehr. Das ist ein bisschen doof. Vielleicht gehen wir dann einfach nach dem Kapitel nochmal shoppen. Mimi? So. Autsch! Das hat wehgetan, ihr fiesen Schläger. Aber egal, alles ist perfekt. Ihr glaubt mir nicht? Schaut euch den Himmel an. Bin ich froh, dass die ihre hässliche Spinnenphase nicht mehr ausgepackt hat. Sie hatte Kristalle, aber nicht in so einer Art. Okay, weil wie gesagt, ich habe ja überhaupt nicht hingeguckt bei dem Kampf. Die Leere, sie ist gigantisch. Mimi. Ihr habt mir eine Menge eurer Zeit verschwendet. Ich schätze, jetzt bleibt euch keine Zeit mehr, das reine Herz zu finden. Diese verrückte Göre wollte uns nur hinhalten. Wow, das habt ihr ja ganz allein so schnell herausgefunden. Respekt. Ich habe euch ja gesagt, dass ich nicht so sanftmütig bin wie der Graf. Aber schade, dass ich nicht bleiben kann, um noch etwas mit euch zu spielen. Leider ist diese Welt bald hinüber. Macht es gut, ihr Genies. Ja. Also wenn ich nicht am Anfang schon halb tot gewesen wäre, hätte ich den Kampf auch ganz gut hingekriegt. Nur leider war ich am Anfang schon halb tot. Aber gut, dann gehen wir nach dem Kapitel einfach einkaufen. Ist ja auch okay. Ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt so durchkommen. So, und ihr lasst mich einfach durch? Du hast es eilig, aber erlaube mir, mich dir vorzustellen. Ich bin der Wächter des 26. Tores. Meister Gesichtsgulasch. Was? Ich dachte, ich habe mich gerade verhört. Nein. Wieso heißt der Gesichtsgulasch? Angesichts der Lage lasse ich dich passieren. Aber hieß es nicht am 26. Tor? Wobei, das hat sie wahrscheinlich auch nur so gesagt, ne? Ja, gut. Hat der nochmal was zusammen mit Scans? Da bist du jetzt neugierig? Ich möchte wissen, was der Gesichtsgulasch zu sagen hat. Die jüngsten Ereignisse haben ihn ziemlich mitgenommen. Oh. Oh. Kann ich irgendwie stehen können, dein Lieblingsessen ist Curry oder so? Eindringling. Ist es jetzt Kaperecke oder Caperecke? Ist beides cool.
wird wie ein Habicht auf dich herabstoßen. Na, vergiss es, geh einfach weiter. Aber er hat gar keinen Cape. Aber Carpe schreibt sich, glaube ich, noch mit einem R drin. Also von Carpe Diem.